das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist die Nacht von Donnerstag auf Freitag und die ist ja bekanntlich bei uns immer auch eine Themennacht. Und das Thema heute Nacht heißt extreme Leben. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die im wahrsten Sinne des Wortes extrem und ungewöhnlich leben, ein ungewöhnliches Leben führen. Aufgrund vielleicht einer Erkrankung, eines Unglücks, eines Glücks vielleicht, vielleicht auch wegen einer ungewöhnlichen Neigung oder vielleicht werdet ihr zu einem extremen Leben von jemand anderem gezwungen. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Cornelia ist meine erste Anruferin heute Nacht. Guten Morgen. Hallo. Cornelia, du bist 50 Jahre bist du alt. Ja, genau, heute geworden. Oh, wie? Gerade eben geworden? Ja. Ich gratuliere sehr herzlich. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Das ist ja ganz toll, dass ich jetzt dir gleich gratulieren darf. Ja, ja. Also ich rufe an wegen dieses Themas. Ja. Ist Folgendes, ich habe seit 36 Jahren Multiple Sklerose, das ist noch nicht ungewöhnlich, aber ich bin trotzdem ein glücklicher Mensch. Ja. Wie weit, wenn du seit 36 Jahren diese Erkrankung hast, dann vermute ich mal, dass sie weit fortgeschritten ist? Ja, zum Teil. Also anders hat es angefangen. Also eines der Hauptsymptome ist die Erblindung. Ach, du bist erblindet? Ja, also auf dem rechten Auge bin ich fast ganz blind. Ja. Links teilweise, aber mit beiden Augen kann ich eigentlich ganz brauchbar sehen. Bisschen also, kurzsichtig, aber sonst nichts weiter schlimm. Ach so, du kommst noch so durch so ganz gut durchs Leben, Genau. Wie hat sich die Erkrankung in anderen Bereichen bisher entwickelt und ausgewirkt? Ich bin Rollstuhlfahrer, also in der Wohnung fahre ich mit dem elektrischen Rollstuhl. Ja. Und außerhalb der Wohnung kann ich nur, wenn ich geschoben werde. Ja. Aber dann auch nur relativ kurze Strecken, weil ich nicht so lange sitzen kann. Und warum geht das außerhalb, nicht auch mit einem elektrischen Rollstuhl? Auch weil der viel zu schwer ist und der passt bei uns in Aufzug nicht rein. Ach so, ich wohne im ersten Stock. Ja. Und da ist es mit dem Aufzug dann ein bisschen kompliziert. Und du brauchst in der Wohnung einen elektrischen Rollstuhl, weil du mit den Armen. Ich komme mit den Armen nicht so richtig zurecht. Könntest du denn nicht? Auch nicht. Die Kraft hättest du nicht. Nee. Bist du denn so auf eine Vollzeitpflege angewiesen, Pflegeperson? Pflegestufe 2. Und jeden Tag kommt eine Pflegekraft, die kommt meistens so um 15 Uhr oder eine Pflegekraft, die kann sogar erst noch später kommen, weil sie noch berufstätig ist. Mhm. Und die hilft mir dann beim Duschen und beim Anziehen. Ja. Und bereitet bei mir in der Küche noch ein bisschen Essen vor. Ja. Und spült ab und solche Sachen. Kannst du alleine zur Toilette? Manchmal ja. Das heißt, unter Umständen musst du da auch eine bist du auf Hilfe angewiesen? Ja, ja? Also ich, manchmal geht es auch in die Hose. Ja gut, das kann passieren. Aber da gewöhnt man sich dran. Ja, ja. Und wie ist es jetzt so in den Abendstunden, dann bist du ja alleine in deiner Wohnung. Ja. Kannst du dich alleine in dein Bett hieven irgendwie? Ja. Das geht und auch alleine wieder raus? Mhm. Wenn du bei der Nachts mal pipi musst, dann wird es kompliziert. Dann ist es nicht ganz so einfach. Aber ich habe den elektrischen Rollstuhl hier direkt neben dem Bett stehen und stehe dann vom Bett in den elektrischen Rollstuhl und mit dem Rollstuhl direkt zum Klo und dann wieder zurück. Das geht. Wie beweglich sind denn die Hände noch? Kannst du dir so kleine Speisen zubereiten? Ja, kann ich. Also so Frühstück und so, das kannst du schon machen? Ja, ich esse sowieso nur einmal am Tag. Du isst nur einmal am Tag? Ja, ich habe nicht so viel Hunger. Hat das auch mit der Erkrankung zu tun? Nee. Ich glaube, das ist auch sonst immer so gewesen. Obwohl, nee, früher habe ich ganz normal gegessen. Aber gefrühstückt habe ich eigentlich fast nie. Ich habe meistens Mittag und dann vor allem abends. Dann bist du wahrscheinlich eine sehr dünne Frau, oder? Nö, ich wiege 50 Kilo. Ja, das ist ja nicht viel. Und bin 1,60 Meter groß. Ja. Du sagst, du hast die Erkrankung seit 36 Jahren. Ja. Lebst du seit 36 Jahren allein oder hattest du auch mal eine Partnerschaft? Nee, ich hatte mehrere Partnerschaften.
Also das war 9 Partnerschaften insgesamt. 9 Partnerschaften. Und von meinem letzten Freund, mit dem ich 17 Jahre zusammen war, wir haben uns im gemeinsamen Einverständnis getrennt. Getrennt, ja. Und wie lange bist du jetzt alleine? Seit 2001. Seit 2001. Aber ich leide nicht darunter. Also hast dich arrangiert damit und es ist so okay. Ich habe Gott sei Dank einen relativ großen Freundeskreis immer noch. Ja. Warst du auch berufstätig? Ja. Ich bin es jetzt noch. Ach, du bist es jetzt noch? Ja. Ich habe eine Stelle an der Uni, unbefristeten Vertrag. Ja. Und kann hier im Liegen arbeiten. Ja. Zeitweise im Sitzen am Computer. Ach so, das kannst du dann zu Hause machen? Das kann ich zu Hause machen. Ach, das ist ja super. Genau. Das ist natürlich toll mit Internet und Computer heutzutage. Ja. Das ist für viele behinderte Menschen natürlich eine irre Hilfe. Ja, ja? Das ist also wirklich ganz toll. Und was machst du da an der Uni? Für was und was arbeitest du? Also ich habe Mathematik, Theologie und Philosophie studiert. Wow. Und arbeite jetzt. Wow, Respekt. Was heißt das? Mathematik? Mathematik, Theologie und Philosophie. Wow, das ist natürlich das ist eine Hammerkombination. Genau. Und arbeite seit einigen Jahren jetzt. Das Thema heißt Kometenphilosophie. Mhm. Also so habe ich es genannt. Und arbeite über die Kometen, die in den, nicht in den letzten Jahren, sondern seit der Frühzeit, seit man überhaupt was über Kometen weiß. Ah ja, das heißt, du arbeitest, du schreibst wissenschaftliche Arbeiten darüber? Ja, bitte? Du schreibst wissenschaftliche Arbeiten darüber? Genau. Das ist ja toll, das ist ja interessant. Das ist ja super. Ja, da bin ich auch sehr froh, dass das geht. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz tolle, so eine Gegenwelt auch zu dem Leben, was du gezwungen bist zu führen. Ja. Du hast gerade am Anfang was Tolles gesagt, was Beeindruckendes für mich. Also du hast einmal gesagt, dass du so schwer krank bist und seit 36 Jahren und hast uns jetzt beschrieben, wie du auch so lebst. Aber du hast dann gleich gesagt, aber ich bin glücklich oder ich bin zufrieden. Bin ich auch, ja. Wie kommt das? Ein Mensch würde hadern mit dem Schicksal. Ja, mit dem Schicksal gehadert. Also ich habe die Diagnose 1981 selbst gefunden und habe an demselben Tag den ersten Freitodversuch gemacht und 3 Wochen später den nächsten. Oh. Und bin erst 2 Jahre später zum ersten Mal zum Arzt gegangen und habe dem ganz klar gesagt, ich habe Multiple Sklerose. Du hast die Diagnose dir selbst gestellt, ganz am Anfang? Nee, ich habe die selbst so ausgekriegt. Also die Symptome waren ja schon da, also mehrere Symptome. Und dann habe ich einfach rausgekriegt, dass das Multiple Sklerose heißt. Ohne eine ärztliche Bescheinigung? Ohne ärztliche Bescheinigung, Und darauf wolltest du dir gleich das Leben nehmen? Ja, und ich wusste gar nicht, was Multiple Sklerose ist. Also ich wusste nur, es ist eine schlimme Krankheit und dann wollte ich nicht mehr. Ja. Und dann habe ich mich mehrere Jahre da eingearbeitet und bin dann erst zum Arzt gegangen und habe mich vorgestellt, habe gesagt, ich habe Multiple Sklerose. Und der hat dann also fast 2 Stunden eine Untersuchung gemacht und hat die Diagnose dann bestätigt. Die du schon als medizinischer Laie vorher auch schon fertiggestellt hattest. Ja. Wie kommt es denn, Cornelia, wenn du sagst, du hast am Anfang dir das Leben nehmen wollen, wie kommt dieser radikale Gesinnungswandel? Wie hast du dich dann so gut mit allem arrangieren können? Ja, ich habe mich einfach dann informiert, also Literatur und in meiner Verwandtschaft sind mehrere Ärzte und da habe ich mich dann einfach informiert und in meinem Freundeskreis sind auch noch verschiedene Ärzte und dann konnte ich mich immer informieren. Die konnten mir das alles dann einigermaßen erklären. Das heißt, das Wissen über die Krankheit hat dich beruhigt und hat dich dann auch die Krankheit annehmen lassen. Genau. Also, dass ich mich mit meiner Krankheit so gut auskenne, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ich sehe das auch bei anderen MS-Patienten. Die meisten kennen sich perfekt aus mit der Krankheit. Ja. Vor was hast du Angst? Von nichts eigentlich. Von nichts? Nee. Boah, das ist natürlich eine Aussage. Aber da habe ich jetzt nicht viel überlegt. Ja, also ich hatte jetzt spontan vielleicht gedacht, dass du sagst, dass die Krankheit sich noch schlimmer entwickelt und du vielleicht noch weniger beweglich bist. Ja, wird sie auch, ja natürlich. Das wird so sein. Das weiß man. Und selbst da sagst du, das wird sich dann auch irgendwie fügen. Ja. Ja, so einfach sage ich es nicht, nee. Nee, so einfach sagst du es nicht, merke ich schon. Aber da möchte ich jetzt auch nicht weiter drüber sprechen. Verstehe. Dann, das muss man auch nicht machen. Es geht um jetzt, ne? Ja. Jetzt bist du gerade 50 geworden und im Moment läuft das Leben für dich okay so und gut. Ja, genau. Und was soll man darüber spekulieren, was in 5 oder 10 Jahren ist? Genau, ich bin einfach zufrieden. Du hast einen großen Freundeskreis, hast du gerade gesagt? Oder Bekanntenkreis? Also, es sind einige Freunde, also viele Freunde haben sich einfach zurückgezogen, weil sie damit nicht zurechtgekommen sind oder
weil ich halt immer besucht werden muss, weil ich kann niemanden mehr besuchen, das geht alles nicht mehr. Aber es sind doch einige Freunde geblieben, die bis heute zu mir halten. Also es gibt keine wirkliche Einsamkeit? Nein. Das ist auch toll. Ja, das da ist auch bin ich auch sehr glücklich. Also ja, das wäre furchtbar. Das ist ein großes Glück, wenn man das so sagen kann. Ja. Neben deiner wissenschaftlichen Arbeit, die du wahrscheinlich, da arbeitest du wahrscheinlich jeden Tag daran, oder? So ziemlich, ja. Was machst du dann sonst in deiner restlichen freien Zeit? Schlafen. Also ich muss 13 Stunden am Tag ungefähr schlafen. Ach, du musst das wegen der Krankheit? Wegen der Krankheit. Ah, verstehe. Also ich muss nicht, sondern also die zwingt mich einfach zum Schlafen. Also nachts schlafe ich normalerweise so 5 bis 6 Stunden, dann ja, wache ich relativ früh auf. Dann nehme ich zum ersten Mal die Medikamente oder fange ich mit den Medikamenten an und schlafe dann sofort wieder ein. Und dann schlafe ich bis ungefähr 15 Uhr oder so. Ja. Wenn dann die Pflegekräfte kommen oder die Pflegekraft kommt, das geht alles relativ schnell. Ja. Und in der Zeit schlafe ich dann immer wieder und normalerweise bin ich so ab 15 Uhr fit. Das ist so deine Tagesstruktur. Das ist mein normaler Rhythmus. Das ist der Rhythmus, ja. Und ich bin normalerweise auch nachtaktiv. Also vor 3 gehe ich selten ins Bett. Das merke ich, sonst würden wir auch gar nicht miteinander reden jetzt. Ja. Jetzt ist heute dein Geburtstag, hast du gerade gesagt. Ist das für dich ein Tag wie jeder andere oder gibt es irgendwie schon eine kleine Feier? Ja. Es gibt also eine kleine Feier. Mein Vater kommt mich besuchen, mein Bruder kommt mich besuchen und mein Onkel kommt mich besuchen und ein Freund aus der Schweiz kommt mich besuchen. Oh, da ist ja schon was los. Genau, und dann am Samstag kommen 2 Freundinnen mich besuchen. Ist das für dich dann neben der Freude, dass die Leute kommen, auch irgendwie ein bisschen Stress, weil dein Tagesrhythmus dadurch und dein Lebensrhythmus... Ja, das ist dann egal. Das ist egal. Also wenn der Rhythmus mal ein paar Tage... außer Hand gerät, ist das nicht so schlimm, das geht schon. Also da überwiegt dann definitiv da die Freude, dass Besuch kommt. Genau, ich freue mich wahnsinnig. Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns unterhalten haben, Cornelia. Ja. Das fand ich wirklich sehr, sehr interessant und tolle Frau. Ich sehe deine Sendung auch öfter mal und bin fasziniert und das muss ich auch sagen. Also was ich da höre bei dir, was da Schicksale sind, dann denke ich mir, Mensch, bin ich froh, dass ich nur MS habe. Muss ich wirklich so sagen. Ich wünsche dir einen tollen Geburtstag heute. Danke schön. Und überhaupt alles Glück und alles Gute. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt extreme Leben. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ein extrem ungewöhnliches Leben führen. So wie wir es gerade vielleicht von Cornelia gehört haben, aufgrund einer Erkrankung, vielleicht aufgrund eines Unglücks, vielleicht aber auch aufgrund eines großen Glücks, dass ein großes Glück euch in ein Leben hinein katapultiert hat, was ihr euch früher habt gar nicht so vorstellen können. Aber vielleicht werdet ihr auch von jemand anderem zu einem extremen Leben gezwungen. Wie auch immer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Hier ist Tanja und Tanja ist 30. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Tanja, schön, dass du da bist. Ja, auch schön, dich endlich mal zu sprechen. Ja. Auch ein wirklich berühmt-berüchtigtes Thema. Ich bin auf der einen Seite selbstständige IT-Beraterin, also arbeite in der EDV-Branche, ja, Projektmanagement, habe einen 2-jährigen Sohn, bin alleinerziehend. Aber auf der anderen Seite, wenn ich halt meine Ruhe und Freizeit habe, dann genieße ich meist am Wochenende halt immer wieder bei mir privat zu Hause sehr viel gerne Koks und Sexchats und Sexcam-Treffs oder sogar reale Treffen. Moment mal, was war das erste? Koks-Treffen? Ja, also Koks-Treffen insofern, dass ich das für mich alleine mache, aber... Also Kokain, wir sprechen über Kokain. Ganz genau, ja. Ja? Ja, also es ist halt so, ich habe irgendwann mit ungefähr 17, 18 Jahren damals mal irgendwelche synthetischen Drogen kennengelernt. Und kurioserweise bin ich halt irgendwie immer wieder bei dem Kokain hängen geblieben. Und es ist ganz merkwürdig, dass ich mich, seitdem eigentlich mein Sohn auch geboren ist, hier irgendwie immer meistens dann auch am Wochenende zurückziehe für mich alleine. Also ich mache das nicht, indem ich rausgehe. Und hast du, ich muss unterbrechen, der Junge ist 2 Jahre alt, hast du? Genau, ja. Hast du kurz vor der Geburt und kurz nach der Geburt auch gekokst? In der Schwangerschaft habe ich irgendwann damit auch angefangen, ja, wobei ich vorher irgendwann mit meinem Frauenarzt, der mich betreut hatte, darüber offen gesprochen habe. Ich hatte mich vorher irgendwann mal informiert. Das Problem war, dass ich in der Schwangerschaft von dem Erzeuger verlassen wurde und irgendwann in extreme Depressionen damals verfiel und auch finanziell unwahrscheinlich kurz vor dem Ruin war. Ja.
und hatte kurioserweise sogar irgendwann nur noch andauernd den Febel, mit Koks mich irgendwie eventuell zu betäuben oder mich irgendwie teilweise sogar in andere Sphären zu schieben. Cool, hast du während der Schwangerschaft gekokst? Ja. Und was sagt der Arzt dazu? Ja, der hatte irgendwie natürlich logischerweise nicht irgendwie ein positives Feedback mir gegeben. Natürlich. Würde ich als Laie auch sofort sagen, bist du wahnsinnig? Bitte? Das würde ich als Laie auch sagen, bist du wahnsinnig? Ja, ich meine, ich kann zum Glück sagen, es ist nichts passiert, definitiv. Mhm. Ich würde es auch keinem empfehlen. Also ich habe halt auch aufgrund meiner IT-Erfahrung unwahrscheinlich viel damals recherchiert. Ja, gut, aber... Aber irgendwann war ich meines Erachtens so wie so eine Art Engelchen und Teufelchen, die so auf meinen Schultern saßen und man dachte, ach komm, ne, probier's es mal aus. Es war damals kurz vor dem 7. Monat, als ich damals kurzfristig damit anfing. Sehr verantwortungslos. Ich weiß, ja. So, hast du gerade eigentlich auch geguckt, bevor wir uns unterhalten haben? Heute mal nicht. Nee, heute nicht. Nein, weil heute noch nicht Freitag ist. Ich mache das meistens immer am Freitag. Also es ist immer so, dass ich beruflich einfach unter viel, viel Strom stehe. Ja. Ich arbeite halt immer Vollzeit, mindestens 40 Stunden im Job. Jetzt habe ich gerade nicht richtig verstanden. Guckst du für dich am Wochenende allein oder was war das mit den Webcam und Chat oder was? Ich mache das in erster Linie für mich alleine. Du sitzt alleine zu Hause und ziehst dir dann ein Näschen rein? Ganz genau, ja. Und ich gehe dann meistens immer auf meinen typischen Seiten drauf. Es gibt da halt so Webseiten, die ausschließlich irgendwelche Sexkontakte suchen. Ach so. Da habe ich dann auch mein eigenes Profil eingestellt, suche das auch wirklich ganz privat, ausschließlich Paare und Frauen. Und dann machst du Sex-Chats mit anderen Paaren oder mit anderen Frauen? Ja, und bei Mehrgefallen trifft man sich dann natürlich dann auch privat und kurioserweise ist es meistens so, dass man irgendwie auch meistens auch da wieder irgendwelche gleichen Leidenschaften hat. Also es gibt unwahrscheinlich viele Paare, die kurioserweise irgendwie auch dann teilweise auch genau wie ich dann irgendwie mit Koks auf einmal. Okay, ist das kann man sagen, dass du jedes Wochenende kokst? Ja. Wie viel Gramm verbrauchst du am Wochenende? Also es sind immer so 1 bis 1,5 Gramm bestimmt. Ja. Wie viel kostet 1 Gramm? Ja, hier in Essen ist es einfach relativ teuer. Ich habe, bevor ich nach Essen wieder zurückzog, also heißt kurz vor der Geburt meines Sohnes, 5 Jahre in Hamburg gelebt und da gab es immer für 1 Gramm ungefähr 50, 60 Euro zu zahlen. Mhm. Hier in Essen sind die Preise leider Gottes ein bisschen anders. Das sind dann immer so ungefähr Gramm für 50 oder 60 Euro. Gehen wir davon aus, dass das finanziell für dich kein Problem ist. Überhaupt nicht. Aufgrund deines Jobs. Das ist halt immer schlimmer. So, jetzt erzählst du das wirklich so ganz, ganz locker, als würde man erzählen, ich habe jedes Wochenende den Kaffee glatt. Wir reden über eine harte Droge, eine absolut gefährliche Droge. Ist dir das klar? Ja, mir ist das vollkommen klar, weil ich mich aber auch selbst als sehr extreme Person sehe, die auch vieles unter Kontrolle haben kann. Ich befinde mich sonst normalerweise wirklich extrem unter Organisationszwang. Mhm. In der Woche ist es auch definitiv so, dass ich noch nicht mal einen Schluck Alkohol zu mir nehme. Wobei, das ist eine Erklärung, aber keine Lösung, ne, das so zu machen. Nein. Wie viele Jahre insgesamt machst du das jetzt schon? Also es ist natürlich immer eine Unterbrechung da gewesen. Nur ich stelle halt zunehmend fest, das muss ich dir jetzt auch ganz offen sagen, wo wir jetzt schon eigentlich wirklich so über meine Problematik sprechen. Ich mache das jetzt mittlerweile wieder schon seit 1,5 Jahren, dass ich eigentlich fast jedes Wochenende irgendwie kurioserweise schon fast in den Drang komme, ja. Wenn irgendwie Freitagnachmittag ist, dass ich dann auf einmal irgendwie einen kurzen Gedanken komme und den muss ich dann auch in die Tat umsetzen. Das ist ganz merkwürdig. Aber wenn wir jetzt so ganz zurückgehen, 5 Jahre, 4 Jahre insgesamt meine ich. Wann hast du angefangen mit dem Koks? Angefangen habe ich, ja, ich bin jetzt 30, angefangen habe ich damit, da war ich irgendwie 17, 18 Jahre, da habe ich das damals mal kennengelernt. Mhm. Und das war natürlich noch ganz andere Dimensionen, aber kurioserweise war auch für mich nach kurzer Zeit damals eben auch schon klar, dass ich mit diesem ganzen Designer-Drogen, also sprich so Ecstasy, Speed oder alles andere auch nie was zu tun haben wollte. Ich unterbreche dich erstmal. Ich finde, dass du wahrscheinlich rational ist dir das klar, ich sag's dir dennoch, dass du auf ganz dünnem Eis gehst. Ja, ich finde mich allgemein insgesamt auch immer auf dünnem Eis, weil ich auch alleinerziehend bin und eigentlich auch ein Geheimnis in mir trage, was wirklich kein Mensch weiß, definitiv kein Mensch weiß. Ich einen Vorteil habe, dass ich eigentlich immer sehr, sehr brav und definitiv schon fast konservativ aussehe und auch wirke. Das ist mir früher auch immer schon auch zugute gekommen. Aber hat dieses Geheimnis mit dem Koksen auch etwas zu tun? Nein, es ist einfach, letzten Endes ist es meine Person. Also ich bin, ich habe ein Problem mit meiner Kindheit einfach erlebt, das mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Und irgendwie habe ich mich kurioserweise auch häufig immer versucht, mit Drogen in Problematiken zu betäuben. Zu betäuben, ja. Magst du mir eine Andeutung sagen, um was es da geht?
Ja, mein Vater war leider Gottes irgendwann alkoholabhängig, hat meine Mutter regelmäßig geschlagen. Mhm. Und ich stelle auch einfach fest, ich bin vom Wesen her, vom Charakter, wie eigentlich mein Vater. Mein Vater ist vor 4 Jahren auch verstorben. Mhm. Er ist im Übrigen auch durch Alkoholmissbrauch letzten Endes dann an einer Leberzirrhose verstorben. Mhm. Und eigentlich muss ich auch ganz ehrlich offen zu dir sagen, ich glaube auch, dass ich da wahrscheinlich die gleichen Problematiken wie auch er in mir trage. Hat der Vater irgendwas Schlimmes mit dir gemacht? Nein. Mit mir zum Glück nicht. Er hat mich also immer abgöttisch geliebt. Was er einfach wirklich definitiv in mir zerstört hat, war diese Art und Weise, wie ich mit Männern umzugehen habe. Aber das, was du gerade gesagt hast, du trägst ein Geheimnis in dir. Genau, ja. Magst du da eine Andeutung machen? Ich bin mit 5 Jahren missbraucht worden. Ich bin in einer Kur gewesen mit 5 Jahren und bin damals von dem ältesten Sohn dieser Familie, die diese dieses Kurhotel hat eben hatten, bin ich missbraucht worden und zum Oralsex gezwungen worden. Ich bin jetzt ganz erstaunt, dass du das so ganz flott und ohne Problematik gesagt hast. Ist es aber gar nicht. Nein. Wohin? Das ist mir völlig klar. Worauf du, weil du vorher gesagt hast, du hättest das noch nie im Leben jemandem erzählt. Ich weiß nicht, was du mit deiner Stimme vielleicht auch irgendwie machst. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe so häufig auch ab und zu mal wirklich eine Sendung an und ich habe so häufig auch mir darüber nachgedacht, dich einfach mal anzurufen oder vielleicht sogar eine E-Mail zu schreiben, aber ich habe es mich nicht getraut und jetzt erzähle ich dir auf einmal so viel aus meinem Leben, obwohl wir uns überhaupt nicht kennen. Ja, Tanja, ich finde es beeindruckend und erschreckend gleichermaßen, was du mir erzählst. Ich glaube, dass du eine sehr ehrgeizige bist. Du bist eine sehr ehrgeizige, sehr kluge, sehr erfolgreiche Frau, der rational ganz viel klar ist. Aber das hat noch nicht dein Inneres erreicht. Du bist auf dem besten Wege, dich kaputt zu machen. Du bist auch auf dem besten Wege dazu, deinem Sohn die Mutter zu nehmen. Ja, ich weiß auch momentan wirklich nicht, wo das noch auch wirklich hinführen soll. Ich hatte wirklich letztes Wochenende sogar in meinem persönlichen Privatrausch dann irgendwann recherchiert, viele Webseiten herausgefunden, wo auch Studien als PDF-File über Google halt eben runterzuladen sind, was aus dem Kokskonsum allgemein auch der, also sprich, was der Körper letzten Endes durchleidet, bis hin halt letzten Endes auch, dass zum Beispiel Herzprobleme auftreten können und ähnliches. Natürlich, was der Körper durchleidet, ist die eine Seite. Ich habe sogar irgendwelche Links verknüpft von Leuten oder auch teilweise von irgendwelchen Suchtwebseiten, dass man sich da eventuell mit diesen Leuten mal versucht zu unterhalten. Und meine Angst ist einfach folgendes, ich stelle mir einfach vor, ich gehe in irgendeine Suchgruppe rein und erzähle letzten Endes, wer ich bin und habe Angst, dass es einfach veröffentlicht wird. Ich bin selbstständig auf der einen Seite, ich bin sehr erfolgreich, ich habe aber ein Kind, was ich alleine ziehe. So, pass auf, Tanja, du musst ja nicht, das verstehe ich, das kann ich völlig nachdenken. Eigentlich bin ich von dieser Sucht normalerweise wirklich definitiv weg. Ja? Ich glaube nicht, dass du bist definitiv komplett in der Sucht drin, so wie du es mir gerade geschrieben hast. Ja. Beschrieben hast, du bist völlig drin. Und du musst ja nicht in eine Gruppe gehen, du kannst ja auch ein Einzelgespräch erstmal führen. Ich sage dir, dass du seelisch wo die Hunde gehst und in der Gosse landest, wenn du so weitermachst. Ich sag's dir. Das kann ich dir genauso sagen, das weiß ich definitiv. Nur mein Problem ist, dass ich durch meine Problematik in der Kindheit sehr, sehr viele Therapien kennengelernt habe. Ich bin mit fast 14 Jahren damals aus dem Elternhaus ausgezogen, weil ich meinem Vertrauenslehrer und Klassenlehrer damals die Problematik zu Hause erzählt habe und das Jugendamt wurde eingeschaltet. Warum, Tanja, lass mich unterbrechen. Ja? Warum knallst du deine Grundproblematik, die du hast, mit dieser Droge zu und warum setzt du nicht die ganze Energie da rein, die Grundprobleme wirklich zu lösen? Weil ich Angst habe, irgendeinem Menschen wirklich etwas von mir zu erzählen, der das überhaupt nicht so sieht. Und ich möchte aber. Aber Tanja, wir sind zwei erwachsene Menschen und du bist eine Frau, eine gebildete Frau, das höre ich. Wenn du zu einem erfahrenen Arzt, der Therapeut ist oder zu einem Therapeuten gehst, zählt doch dieses Argument nicht, was du gerade gesagt hast. Es ist aber eigentlich wirklich meine Angst. Ja, aber dann musst du musst du gegen diese Angst auch etwas tun, weil das ist eine völlig unbegründete Angst. Und mit dieser Angst, das ist eine gute Ausrede, die blockiert letztendlich, dass du irgendetwas an dir und mit dir unternimmst. Du hast ein Kind, Mensch. Weißt du, wenn du alleine, komplett alleine wärst, würde ich genauso mit dir sprechen, natürlich. Aber du hast die Verantwortung für einen 2-jährigen Jungen zu tragen. Und du hast gesehen, wie du mir gerade erzählt hast, wie dein Papa vor die Hunde gegangen ist. Ja. Der auch ein Suchtmensch war, eine Suchterkrankung hat. Und du bist es auch.
Du hast eine wahrscheinlich noch weitaus gefährlichere Droge, konsumierst du. Wir müssen ja keine Kategorien sagen, was nur gefährlicher ist. Es ist eine unfassbar gefährliche Droge, die du konsumierst. Es ist auch einfach so, dass dieses Kokain letzten Endes einfach mehr diese seelische Abhängigkeit macht als alles andere. Ja, eine seelische Abhängigkeit und eine seelische Veränderung. Bis hin zu einer Identitätsveränderung. Würde ich eher nicht sagen. Noch nicht, aber es kann ganz schnell. Lies mal Berichte, Erfahrungsberichte von Koksern, die lange gekokst haben. Da wird ja aber Angst und Bange. Es gibt keinen, der da gut durchs Leben mitkommt. Tanja, ich finde das wirklich spannend und interessant, mit dir zu reden. Ich möchte dich auch nicht einfach jetzt so abservieren. Du weißt, dass ich einen bestimmten Zeitrahmen so habe für meine Anrufer hier. Worum ich dich einfach bitten würde, wäre, wenn es vielleicht möglich wäre, einen Ansprechpartner vielleicht nach unserem Gespräch nochmal zu finden, der mir vielleicht einfach mal einen Ratschlag geben kann, wo ich Super. Mich melden kann. Super, genau das wollte ich hier nämlich anbieten. Meine Psychologin, die Elke, hat das Gespräch mitgehört. Ja. Sie wird dich einfach ausstatten mit den entsprechenden Infos. Dann musst du musst es in die Hand nehmen. Es wird ja keine abnehmen können. Aber du kriegst von uns alles, was du haben möchtest. Na gut. Also mein Problem ist wirklich, dass ich nicht weiß, an wen ich mich einfach vertrauensvoll wenden kann, weil ja. ich einfach auch durch diese Erlebnisse meiner Kindheit drei versuchte Therapien auch immer wieder versucht habe, im Nachhinein auch durchzuziehen, aber weiterhin wieder abgebrochen hatte, weil auch im Nachhinein immer wieder irgendwann der Punkt war, wo ich dachte, diese Leute, die sind einfach nicht ganz dicht. Was wollte ich mir überhaupt irgendwie erzählen? Ja, ich brauche einfach auch einen Mensch, der mir hilft. Ja, und das Problem verstanden. Meine Psychologin hat das mitgehört, das Gespräch, und sie kann direkt anknüpfen jetzt an unser Gespräch. Sehr gut. Ich wünsche dir alles Gute. Für deine Zeit und ich hoffe, dass du trotz alledem nicht wahnsinnig geschockt bist, auch wenn ich das so ganz locker lassiv erzählt habe. Nein, ich finde das gut, dass du es so offen erzählt hast. Das ist halt so. Wenn es so ist, ist es so, dann muss es auch so ausgesprochen werden. Danke. Alles Gute, du wirst gleich zurückgerufen. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Tina. Tina ist 42. Hallo Tina. Hallo. Hallo Tina. Auch hast du angerufen zu unserem Thema extreme Leben. Ja. Warum? Oh Jesus. Gibt's einiges. Du führst ein extremes Leben. Ja. Inwiefern? Also, ich war bis vor 10 Jahren im Milieu. Also ich war Prostituierte. Ja. Bin ausgestiegen. Ja. Habe einen ganzen Versuch, seitdem ein ganz normales Leben zu führen. Immerhin seit 10 Jahren schon. Ja, aber ich renne weg. Ich krieg's immer kaputt gemacht. Ich glaube, dass ich schon 9-mal umgezogen bin. Ich habe 2 Jungs, ja. die Neurodermitis und Asthma haben, schweres Asthma. Wie alt sind die Jungs? 9 und 11. Ja. Eine Tochter von 25 und ein Sohn von 21. Oh. Ja. Mhm. Und du bist vor 10 Jahren ausgestiegen, da warst du 32? Ja. Und rennst seitdem weg? Wie, ja. Was heißt das? Vor wem? Viel auf und um. Vor wem? Entschuldigung, ich bin in Pirmasens, also in dem Ort, wo ich groß geworden bin, ja. Ins Milieu reingekommen, in die Bars. Und das ist nicht so groß, die Stadt, und es wusste halt jeder, was ich getan und was ich gemacht habe. Ja. Heute bereue ich das, ja, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ja. Und und da gibt es sehr viele Leute, die die Hand über mich heben oder die halt meine Kinder fertig machen. Die sagen, deine Mutter war mal eine Hure. Also du bist nicht aus diesem Ort weggezogen? Nein, ich bin in diesem Ort, glaube ich, 8-mal umgezogen. Ach, du bist nur innerhalb des Ortes umgezogen? Ja, warum das war ein Fehler. Ja, warum bist du nicht ganz aus dem Ort rausgezogen? Ich hatte nie den Mut. Warum? Ich meine, du musst ja nicht gleich 500 Kilometer wegziehen. Ja, aber ich habe mich gequält. Ich habe mich jahrelang gequält und ich quäle mich eigentlich immer noch. Also du wohnst immer jetzt noch in diesem... Nein, ich bin jetzt ungefähr 60 Kilometer weggezogen. Das ist doch schon mal gut. Ja, es war die ganze Zeit gut, bis mein drogenabhängiger Junge über mich hier im Dorf erzählt hat, was ich gemacht habe. Ach so. Der eigene Junge? Ja, der eigene Junge. Der ist wie alt? 21. Der hat rum erzählt, also... meine Mutter ist eine Hure. Oder war eine Hure. Und jetzt ist es da auch durch und rum? Da auch, ja. Jetzt habe ich im Haus Schwierigkeiten, wo ich jetzt auch wohne. Was heißt das, Schwierigkeiten? Was machen die Leute? Es wird auf mein Auto Hure geschrieben. Ehrlich, so sind die ja, drauf? Ja, das Hakenkreuz. Nein. Hitler. Doch. Entschuldigung. Ist das ein kleines Dorf, in dem du... Ja, ja. Das ist ja unfassbar. Entschuldigung. Nee, ich habe völliges Verständnis. Das macht einen ja fertig. Ich versuche alles. Was sind denn das für Menschen, die sowas tun? Ich weiß es nicht. Was ist denn in ihrem Kopf?
pflege meine Kinder schon 11 Jahre. Mhm. Tag und Nacht aufweiche ich mich auf. Mhm. Ich creme die ein. Ich muss zu viele Ärzte. Weil die Kinder krank sind, die haben eine Hauterkrankung, hast du auch gesagt. Ne? Mhm. Nachts muss ich aufstehen, muss inhalieren. Ich muss ständig zu Ärzten rennen. Ständig werde ich in der Schule gerufen, wenn es den Kindern nicht gut geht. Ja. Der andere Kleine hat ADHS. Also das die Kinder sind... Also du bist mit den Kindern sehr beschäftigt. Ja. Wie finanzierst du dein Leben für dich und die Kinder? Ich kriege im Moment Arbeitslosengeld und ich gehe nebenbei ab und zu mal putzen oder helfe in einer Gaststätte. Ja. Also ein absolut ehrenwertes Leben. Ja. Das heißt, du hast Kinder, du hast Verantwortung zu tragen. Ja. Du bist aus einem Milieu rausgegangen, was ja auch immer sehr schwierig ist für die Mädels, die rausgehen. Ganz genau. So. Ich möchte keiner Mutter das wünschen. Genau. Eine Tochter zu haben, wo da reinrutscht. Auch einen Sohn zu haben, wo drogenabhängig ist. Das ist die Qual. Du bist auch überfordert mit den Kindern, glaube ich. Ich weiß. Wo ist der Vater? Oder? Der hat uns im Stich gelassen. Ist fremdgegangen, wie der Sohn 4 Monate in der Klinik war. Ja. Ist er fremdgegangen, hat mich im Stich gelassen. Also alle Verantwortung liegt auf deinen Schultern. Ja, mein Rücken ist so voll. Sag mal, Tina. Was denn? Dass ich weine. Nee, das ist völlig okay, das verstehe ich. Die Belastung ist einfach zu groß. Ja, ja. Sag mal, warum hat der Junge das gemacht? Warum hat er rumerzählt? Ich weiß es nicht. Hat er das gemacht, nachdem er Drogen genommen hat? Er ist verantwortlich, dass ich damals im Milieu war und dass er bei seinem Vater groß geworden ist. Mhm. Und mein Sohn, der wollte Geld für Drogen und ich gebe ihm keins. Mhm. Und dann ist er bösartig. Mhm. Der nimmt sehr viel Pep. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, er ist schizophren. Pep ist eine ganz schlimme Droge, ne? Sagen wir es mal. Ja, gleich, ne? Mhm. Ich weiß es. Mhm. Er ist auch ganz dünn. Mhm. Und manchmal erzählt er wirres Zeug. Und das heißt, er hat auch keinen Job und keine Ausbildung? Ja, genau. Er schmeißt alles hin, jede Therapie schmeißt er hin. Und der wohnt noch bei dir? Nein, er war die ganze Zeit gemeldet bei mir, aber jetzt ist er Gott sei Dank weg. Aber er hat es gesagt und die Information ist jetzt da draußen bei euch. Genau, Das 25-jährige Kind. Meine Tochter ist in dem Ort, wo ich groß geworden bin. Und ist sie denn in ordentlichen Bahnen oder ist auch schwierig? Einigermaßen. Nicht so ganz. Auch nicht. Hast du noch die beiden, den 9-Jährigen und den 11-Jährigen? Den 11-Jährigen. Elf, ja. Und die beiden Jungs, die liebe ich. Ich liebe die abgöttisch. Sag mal, an den zwei Jungs, die geben mir irgendwas. Ich muss das nochmal sagen, dass mich das absolut entsetzt und empört, wie Leute so bösartig sein können und dich da auf dein Auto Hure sprühen oder gar ein Hakenkreuz. Ich hatte so Figuren auf meiner Treppe im Flur, die habe ich runtergetreten bekommen. Ich lebe an Angst, ich habe nur noch Angst. Mhm. Und ich bin so durcheinander. So, jetzt pass mal auf. Vor 14 Tagen ist meine Schwester gestorben. Mhm. Und das ist alles eine psychische Belastung. Du bist ja jetzt, aufgrund dessen, dass du arbeitslos bist, nicht an diesen Ort gebunden. Nein, so, ich bin eigentlich nicht gebunden. Jetzt wäre, ich habe einfach nicht den Mut, alleine irgendwo hinzugehen. Ich habe sehr viele Freunde verloren. Aber ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Soll ich sagen, was ich früher gemacht habe, oder soll ich den Mund halten? Ich habe schon beide Erfahrungen gemacht, dass der eine gesagt hat, ach, das macht nichts, was du früher gemacht hast, das stört mich nicht. Und hinter meinem Rücken haben sie geredet. Das ist sehr schlimm. Ich sag dir mal, auch mal von meiner Warte aus, ich finde das überhaupt nicht schlimm, was du früher gemacht hast. Das gibt es seit tausenden von Jahren auf der Welt. Ich weiß es. Und Domian, es war für mich so schwer, da rauszukommen. Ich bin mit der Polizei rausgekommen. Ich habe die Zuhälter angezeigt. Das ist eine Leistung. Ich habe 2 Jahre lang Prozess geführt. Ja, da kannst du auch stolz drauf sein. Das ist auch eine Leistung. Ich bin misshandelt geworden. Ich habe 60 Kilo abgenommen. Ich Tina, bin jetzt ganz schlank. Weißt du, ich finde, dass da muss jetzt aber wirklich was ganz, ganz Gravierendes passieren. Auch wenn das schlimm ist für dich, ich glaube, du musst nochmal umziehen. Und das Allerbeste wäre, wenn du in eine größere Stadt ziehst, wo du so ein bisschen in die Anonymität kommen kannst. Ich weiß, aber ich möchte auch wieder, weißt du, ich bin eigentlich ein liebenswerter Mensch. Ich gebe mein ganzes Herz. Wenn jemand in Not ist, dann helfe ich. Ich habe so viel verbaut bekommen, meine Eltern, die haben mich heilen lassen. Mein Vater war auch Alkoholiker, Bösalkoholiker. Er hat mich missbraucht, er hat mich mit 5 Jahren an die Wand geschmissen, dass ich einen Bruch in der Schulter hatte, dass man heute noch auf den Rändern Bilder sieht. Und also ich verstehe schon, dass du eine ganze Menge mitgemacht hast in deinem Leben.
Und ich verstehe auch jetzt und höre daraus, dass du das alleine, glaube ich, gar nicht bewältigt bekommst. Dass du jemanden einfach an deine Seite brauchst, der dir ein bisschen hilft, das Leben zu organisieren. Vor allem, ich wünsche mir so gern wieder eine Freundin oder Freund, wofür mich auch mal da ist. Mhm. Ich bin schon so benutzt worden und weggeschmissen worden. So, Tina, jetzt werden, so weh, jetzt werden wir mal überlegen, jetzt wollen wir mal nach vorne gucken. Denn so geht's ja nicht weiter. Jetzt werden wir mal gleich im Hintergrund gemeinsam beraten, was man vielleicht wirklich, was auch machbar ist, was zu tun ist. Domian, ich bin doch dadurch nicht schlecht, nur weil ich jetzt im Milieu war. Ich bin nein, mit 17 Jahren. Nein, ich habe es dir gerade gesagt, du bist, mein Gott, deshalb doch keine schlechte Frau. Das ist doch alles doppelzüngig und falsch, und wenn die Menschen dich deshalb verurteilen, du hast Kinder großgezogen, du hast es geschafft, da rauszukommen, du hast eine schwere Kindheit. Nein, nein, natürlich nicht. Und ich tue die zwei Kinder, tue ich so pflegen. Ich bin schon gelobt worden, ich könnte Krankenschwester, ich kenne so viele Medikamenten. Ich helfe denen, wenn die am Ersticken sind. Ich inhaliere die nachts, ich hole die raus aus dem Bett. So, Tina. Jetzt, ich glaube dir das. Ich glaube dir das. Ich glaube dir das, dass du nach allen besten Kräften und Wissen dein Leben stemmst. Aber wenn man irgendwann so viel erlebt hat, ist man vielleicht auch irgendwann einfach mal alle und man kann nicht mehr und ist verzweifelt. Und ich glaube, du bist verzweifelt. Ich bin ausgepowert, mein Rücken ist voll. Das glaube ich. Deswegen, ich habe so Angst, ich nehme das Leben. Nein. Pass mal auf. Jetzt werden wir dich gleich anrufen. Ja. Und dann werden wir in aller Ruhe im Hintergrund mit meinen Kollegen, werden wir mal überlegen und beraten, was wir dir an die Hand geben können. Ich wäre so froh, wenn jemand mal da wäre. Wir versuchen das mal, was wir in unserem kleinen Rahmen hier machen können. Wir können nicht viel machen, aber ein bisschen können wir machen. Dankeschön. Ja? Liebe Tina, du legst bitte auf und wir melden uns gleich nicht wieder bei dir. Nicht böse sein, dass ich jetzt geweint habe. Nein, das ist auch verständlich. Wenn man so eine Last hat, dann weint man auch schon. Ich konnte mal reden. Ich konnte mal kurz über meine Probleme reden und nicht immer alles im Schneien essen. Liebe Tina, von ganzem Herzen wünsche ich dir Glück. Dankeschön. Und ich hoffe, dass du auch dann endlich mal auch ein bisschen Glück haben wirst. Dankeschön. Wir rufen dich gleich wieder an. Du legst bitte auf. Danke, Domian. Tschüss. Na, tschüss. 0800 220 50 50 und unser Thema heute Nacht heißt extreme Leben. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ja wirklich in einer extremen Lebenssituation sind oder extrem ungewöhnlich leben, vielleicht aufgrund eines großen Unglücks, so wie wir das gerade von Tina gehört haben, oder vielleicht sogar auch aufgrund eines Glücks, einer tollen Fügung, die euch in einen ganz besonderes Leben hinein befördert hat. 0800 220 5050. Hier ist Heike. Heike ist 30. Guten Morgen. Morgen. Heike, guten Morgen. Was für ein extremes Leben führst du? Ja, ich leide unter einer seltenen Krankheit. Die heißt Sklerodämie. Habe ich noch nie gehört. Was ist das? Ja, das bedeutet harte Haut. Und das bedeutet halt, dass sich das komplette Bindegewebe im Körper und um den Körper rum, also alles, was aus Bindegewebe besteht, irgendwann verhärtet. Das heißt, es wird bewegungsunfähig. Wird es zu Knochen? Nein, zu Knochen nicht. Also weil das, den Fall kenne ich. Das ist eine andere Krankheit. Das ist eine andere Krankheit. Man muss es sich vorstellen, zum Beispiel die Haut ist ja wie ein Gummiband. Und wenn dieses Gummiband nicht mehr zu ziehen ist, dann ist es unbeweglich. Und so ist es mit meiner Haut. Also die gesamte Haut auf dem ganzen Körper? Und innen drin, ja. Und innen drin? Ja. Das heißt, wenn wir jetzt nebeneinander säßen und ich würde deinen Arm anfassen oder deine Schulter, würde das ganz hart sich anfühlen? Also es würde sich stramm anfühlen, aber nicht hart. Also es ist nicht hart, es ist mehr so gespannt. Also ja. Man kann es schlecht beschreiben, wenn man es nicht gefühlt hat. Also schränkt das denn nicht auch deine Beweglichkeit ungeheuerlich ein? Dass du dich gar nicht geschmeidig, normal, wie gesunde Menschen sich bewegen kannst? Ja, also ich kann mich im Moment noch ganz gut bewegen, aber halt die Prognose ist sehr schlecht, dass ich halt irgendwann nicht mehr, also gar nichts mehr kann. Dass du ein kompletter Pflegefall wirst? Das, ja. Oder halt nicht mehr lebe. Du sagst, im Inneren ist das auch so? Ja, das heißt, also ich hatte vor 2 Jahren Arterienverschluss im rechten Arm. Da sind mir 3 Finger haben angefangen abzufaulen. Also die haben halt kein Blut mehr gekriegt, die Fingerkuppen sind schwarz geworden.
die Ärzte sprechen davon Nekrosen. Ich sage immer abfallen, weil es wirklich so aussah. Ja. Und es tat auch tierisch weh. Sind die ich lag auf Intensivstationen und ja. Mir ging es auch wirklich schlecht. Sind die Finger amputiert worden? Nein, Gott sei Dank nicht. Also sie wollten sie erst abnehmen, aber ich hatte Gott sei Dank eine super liebe Oberärztin, die hat gesagt, nein, wir machen es nicht, wir versuchen alles Menschenmögliche, weil ich hatte gerade einen Säugling, also mein Sohn war 3 Monate alt. Ah, du hast ein Kind. Mhm. Ich habe 2. 2 Kinder sogar, Gratulation. Ja. Mhm. Und da hat sie gesagt, mit einem Säugling zu Hause und 3 Finger an der rechten Hand fehlen, das ist unmöglich. Die haben es Gott sei Dank geschafft. Ja, wie alt sind die Kinder? Meine Tochter ist 9 und mein Sohn ist 3. 9 und 3. Und wie lange hast du diese Erkrankung schon? Die haben muss ich sie schon seit, also die ersten Symptome haben sich nach der Geburt meiner Tochter gezeigt, also so 8, 9 Jahre. Mhm. Und festgestellt haben sie es vor 3 Jahren. Ja. Ungefähr. Und es war dann auch kein Problem, nochmal ein 2. Kind zu bekommen? Nee, das Kind war schon da. Also mein Sohn war, wie gesagt, 3 Monate alt. Ja, also das eine Kind ist 9, das andere ist 3 Jahre alt. Genau. Mhm. Also, dann habe ich es gerade falsch verstanden. Als meine Tochter geboren ist, war alles in Ordnung. Dann habe ich halt im Winter blaue Hände gekriegt, bin von Arzt zu Arzt gerannt. Die haben alle gesagt, Durchblutungsstörung, ich sollte mehr Sport treiben. Und irgendwann bin ich an einen Arzt geraten, der gesagt hat, nee, das ist eine Durchblutungsstörung, das stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und hat mich an eine Rheumaklinik überwiesen. Und diese Rheumaklinik hatte wohl schon Vermutungen, hat aber erst auf Rheuma getippt. Und als ich dann, als mein Sohn geboren war, 3 Monate alt, hatte ich diesen Arterienverschluss. Mhm. Bin hier ins Krankenhaus gekommen und da hat der Arzt sofort gesagt, der kannte sich anscheinend mit der Krankheit aus, weil er irgendwie eine Doktorarbeit darüber geschrieben hat. Ach so. Und hat gesagt, ich vermute, dass es sowas ist. Ist das denn eine sehr seltene Krankheit? Ja, die ist sehr selten. Ich habe es, wie gesagt, auch noch nie gehört, so wie du es beschreibst. Man hört auch nichts von und es gibt auch keine richtige Therapie. Das ist ja gerade das Blöde. Es gibt letztendlich kann man nur lindernd irgendetwas unternehmen, aber keine therapeutischen Maßnahmen ergreifen. Genau, also der Arzt sagt immer, wir können nur die Symptome behandeln. Ja. Das ist immer so lustig, weil man will ja irgendwo auch lange leben und will noch was von seinem Leben haben und dann gibt muss es man halt warten, bis man krank wird. Ja, ja. Hast du dich mal schlau gemacht, wie viele Menschen in Deutschland diese Erkrankung haben? Ja, im Internet, das ist ja das Problem, es gibt so wenig über diese Krankheit im Internet und man erfährt auch ganz wenig von den Ärzten. Also im Internet steht irgendwas mit 5%, aber es ist jetzt nicht gesagt, ob von Deutschland oder von der ganzen Welt oder wie das gehandhabt wird. Also du weißt, die absolute Zahl weißt du gar nicht, wie viele in Deutschland erkrankt sind? Nee. An dieser Krankheit. Es gab dann entsprechend auch keine Kontakte mit anderen Betroffenen. Auch nicht. Ich frage nochmal mit dem, du sagst Bindegewebe auch im Inneren ist betroffen. Sind die Atmungsfunktionen auch betroffen irgendwann? Irgendwann ja. Also im Moment habe ich Gott sei Dank nur mit der Speiseröhre. Mhm. Also ich habe Probleme beim Schlucken. Mhm. Und mit dem Magen ein bisschen, also dass halt die Magensäure hochkommt, das ist noch das kleinste Problem. Mhm. Aber irgendwann wird die Nieren werden betroffen sein, die Lungenfunktion wird irgendwann eingeschränkt sein und hast du große Herzfunktion. Herzfunktion auch. Genau, hast du große dann jedes Jahr in die Klinik und dann wird alles überprüft, alles doppelt. Hast du große Angst? Nee. Nee. Du lässt es auch so, wie Cornelia vorhin am Anfang der Sendung auch auf dich zukommen, sagst im Moment geht's noch so? Einigermaßen? Nee, eigentlich nicht. Ich sag einfach, die Ärzte können mir erzählen, was sie wollen. Ich will noch nicht und das geht auch nicht. Ja. Fertig aus. Du hast 2 Kinder, wie du gerade erzählt hast. Funktioniert das so? Schaffst du das so, den Alltag und den Haushalt zu organisieren? Ja, das Problem ist manchmal, dass ich halt manchmal wirklich nicht mehr kann. Also ich kriege dann Rückenschmerzen, ich kriege hier ein Aua und da und ich bin dann wirklich kaputt und platt. Und kannst du denn überhaupt? Kannst du dich bücken richtig zum Putzen? Geht das noch? Nee, oder? Ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten, mich auf die Knie zu stützen. Also, oder wenn ich auf dem Boden sitze, wieder hochzukommen. Mhm. Also da habe ich schon meine Probleme, aber da rolle ich mich dann so auf die Seite und dann, also ich habe schon meine Mittel gefunden, um da irgendwie mich zu behelfen. Aber ist diese Erkrankung, wenn du jetzt nichts Besonderes machst, auch mit Schmerzen verbunden? Mhm. Und wo sind die Schmerzen? Überall. Überall. Und die sind permanent da, die Schmerzen? Also kann man nicht sagen. Also wenn ich einen guten Tag, ich habe immer gute und schlechte Tage. Habe ich einen guten Tag und ich ruhe mich halt ein bisschen öfter aus, dann geht's eigentlich gut. Und manchmal habe ich schlechte Tage, wenn ich zum Beispiel
wir gehen sonntags gerne mal spazieren oder so und ich laufe sehr viel und dann ist es noch kalt draußen. Also dann geht es mir wirklich manchmal richtig dreckig und ich muss sofort nach Hause mich irgendwie ausruhen und weil dann kriege ich richtige Schmerzen. Ich kriege Hüftschmerzen, ich kriege Schmerzen in den Beinen, ich kriege Schmerzen in den Händen. Am schlimmsten ist im Moment der Winter für mich, weil halt meine Finger immer blau werden, meine Füße werden blau. Also Wärme ist schon, Wärme ist wichtig. Wärme ist sehr wichtig, ja. Also der Arzt sagt auch, dass ich mich immer warm halten muss. Bemerkst du, dass das so in den, schreitet die Erkrankung schnell fort oder geht es sehr langsam? Also ich bin der Meinung, es geht sehr langsam, weil ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich jetzt schon nicht mehr, keine Ahnung, alles machen könnte. Aber was ich merke, ist sehr stark im Gesicht. Das merke ich sehr stark, weil die Haut dann sehr spannt. Ja. Und wenn ich zum Beispiel Auto fahre und ich mache diesen berühmten Schulterblick, ja. Also der geht schon fast gar nicht mehr, weil ich dann wirklich am Hals merke, wie die Haut so zieht und mein Kopf sich nicht richtig drehen lässt. Ne? Hat sich durch die Erkrankung deine Mimik auch verändert? Ja. Ist die starrer geworden? Ja, also früher hatte ich eine super Mimik, ich sehe das immer meiner Tochter. Wenn die dann so Grimassen zieht oder was, ich kann es nicht mehr. Also ich kann auch keinen Fischmund mehr machen oder diese Wangenknochen dann ein, also diese Haut in den Mund reinziehen, das geht auch nicht mehr. Lachen kannst du so normal? Lachen kann ich noch. Lachen geht noch. Gott sei Dank, ja. Lebst du in einer Familie, also mit dem Mann deiner Kinder zusammen oder bist du alleinerziehend? Nee, ich lebe mit meinem Mann zusammen. Wie geht dein Mann mit dieser Erkrankung, mit dieser schweren Erkrankung um? Ja, das war auch so eine Sache. Als ich diesen Arterienverschluss gehabt habe, stand ich 2 Wochen vor meiner Hochzeit. 2 Wochen vor der Hochzeit? Und, ja, ich habe ihn dann erstmal gefragt, ob er mich überhaupt noch heiraten will. Weil ich war mir nicht sicher, wer will schon eine schwerkranke Frau heiraten, ja? Ich meine, es war absehbar, dass irgendwann vorbei ist, ne? Dass ich nicht die Lebenserwartung habe wie ein normaler Mensch. Und ich wollte ihm das einfach nicht antun. Ich habe ihn dann gefragt, ob er überhaupt noch will. Und für ihn war das selbstverständlich. Also das heißt, mehr selbstverständlich als für mich. Ne? Ja, das heißt, es ist ein großes Glück, dass du ihn an deiner Seite hast. Ja, super Glück. Ja. Und er geht damit, hat das voll und ganz akzeptiert. Ja, also er unterstützt mich auch, wenn er sieht, ich kann nicht mehr, dann macht er es. Und also einen besseren Mann kann man sich nicht wünschen. Wäre das für dich hilfreich, mal mit einem anderen betroffenen Menschen zu sprechen? Nee, willst du gar nicht. Also ich hätte die Kontakte herstellen können, aber ich bin immer der Meinung, also ich habe ein bisschen Angst habe ich schon davor, wenn diese Gesichtsversteifung kommt oder so. Und wenn ich jetzt jemand habe, der vielleicht schon im fortgeschritteneren Stadium ist und ich sehe den dann, dass verstehe. Ich dann Angst bekomme. Ja, verstehe. Also ich möchte das nicht sehen. Ich möchte das auf mich zukommen lassen und dann an mir erfahren, wie es ist. Ja. Und, aber ich möchte nicht jetzt sehen, dass irgendeiner, es ist ja auch nicht bei jedem gleich. Es kann sein, der eine hat die Arme schon steif, aber das Gesicht ist in Ordnung, der andere hat das Gesicht steif und die Arme sind in Ordnung. Ne? Kann ich auch verstehen, was du gerade sagst, dass man sich vielleicht damit sich gar nicht so konfrontieren will, sondern das ist jetzt bei dir so, wie es jetzt ist und nun soll es hoffentlich auch lange noch so bleiben, dass du so leben kannst wie im Moment. Genau. Ne? Das ist so, glaube ich, der Ansatz. Das wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen, Heike. Ja. Von ganzem Herzen dir und deiner Familie alles Gute und viel Glück. Ja, danke. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Und hier ist der Michael. Michael ist 46. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Michael. Auch ein Mann mit einem extremen Leben? Ja, mit 2 extremen Leben. Oh. Und zwar einmal das etwas geringere Extreme ist, dass ich seit über 20 Jahren HIV-positiv bin. Und von daher so ein bisschen ein extremes Leben in Richtung Medikamente, Medizin, Ärztebesuche führen muss. Und das andere Extrem ist, dass ich also sehr auf SM-Sex stehe. Ich bin also schwul und halte mir ganz gerne mal einen Sklaven, wenn es möglich ist. Und bin da von den Praktiken her schon, ja, doch die recht extreme Sorte. Bist du da? Bist du auch in einer Beziehung? Im Moment nicht, nein. Aber ich hatte innerhalb dieser 20 Jahre, in der ich zum Beispiel positiv bin, hatte ich also auch 3 Beziehungen gehabt im Bereich SM. Suche da auch ganz gerne wieder eine, wenn es sich ergibt, weil... Und gehst dann auch offen damit um, dass du HIV-positiv bist? Ja damit gehe ich ganz offen um. Das erzähle ich also, ich sag mal, immer so innerhalb der ersten halben Stunde, wenn ich jemanden kennenlerne. Ja.
Ja, das finde ich, das muss man auch. Das ist eine Pflicht letztendlich. Du hast gerade gesagt, dass du im Punkt SMN schon sehr extrem bist. Ja, das kann also... Magst du es so grob erklären, was das Extreme ausmacht? Ja, das ist also so die Richtung Erziehen, Bestrafen, Formen von Sklaven und Bestrafungen. Das kann also hingehen bis zum Beispiel zu Nadeln in die Haut, unter die Fingernägel, Brustwarzen und so weiter, ja, um zum Beispiel jemanden zu bestrafen. Ja. Und auch Schläge, Peitschen, Ohrfeigen. So weit, dass auch vielleicht sogar Blut fließt? Ja, so weit auch. Wobei ich sage immer so, bleibende Verletzungen schließe ich aus, aber es kann auch schon mal ein bisschen Blut fließen. Das ist also natürlich immer im Rahmen des Spiels und der andere möchte das genauso und steht da genauso drauf. Ne? Genau. Das ist natürlich vorher alles abgesprochen. Und die Grenzen sind da auch genau abgeklärt von beiden Seiten, wie weit man da gehen kann, was möglich ist, was nicht möglich ist. Also ich würde es mir nicht anmaßen, auch wenn sich jemand Sklave schimpft, da Sachen vorzunehmen, mit denen der nicht einverstanden ist. Mhm. Hast du bemerkt im Laufe deines Lebens und auch deiner sexuellen Entwicklung, dass es immer härter werden muss, damit du deine Befriedigung findest? Das war am Anfang so. Also ich habe mal ganz sachte angefangen im Bereich SM. Das hat sich dann allerdings innerhalb von 5 Jahren relativ schnell gesteigert. Und seitdem ist der Level eigentlich so gleich geblieben. Das heißt, du bist da jetzt angekommen, worauf du offensichtlich letztendlich stehst. Genau. Das ist, für mich ist das quasi jetzt so ein Endpunkt, wo ich einfach auch sagen möchte, gut, das, was ich jetzt oder wo ich jetzt drauf stehe, das möchte ich auch nicht weiter ausbauen. Ja. Also nicht noch in andere Richtungen. Ich weiß, gibt noch ein paar extremere Sachen, aber das sind einfach mal Dinge, die ich dann doch für mich auch ausschließe. Kommt es häufig bei solchen Treffen oder Sessions, wie ich es nennen mag, auch zum Geschlechtsverkehr? Zwischen dir und deinem Sklaven? Selten. Also bei so Treffen, die jetzt auf diese SM-Geschichte ausgelegt sind, ist bei mir Geschlechtsverkehr dann eher selten. Also dafür, das heißt, lasse ich mir dann lieber die Kuschelrunde im Bett. Mit jemand anderem dann? Nö, das kann auch derselbe sein. Ach so, ja. Das heißt, dieser ganz extreme SM-Sex ist eigentlich eher ein Kopfsex. Genau. Das ist eine Sache, die sich eigentlich nur im Kopf abspielt bei mir. Hast du einen einzigen Sklaven oder sind das verschiedene, mit denen du... Also solange ich nicht liiert bin, können das ruhig verschiedene sein. Das kann auch mal auf so einer Party oder so eine ganze Gruppe sein. Ja. Wenn ich allerdings, ich sag mal, liiert bin oder einen festen Sklaven habe, dann konzentriere ich mich doch eher auf den und bevorzuge da auch dann so die monogame Kiste. Ja, kann man, ich stelle mir das gerade von den Rollen ein bisschen seltsam vor, funktioniert das, dass man einmal in der Rolle der Herr ist und der Sklave, den man ordentlich zusetzt, so wie du es gerade beschrieben hast, und dann diese Rollen wieder verlässt und dann kuschelig im Bett sich aneinander schmiegt, geht das? Nicht mit jedem. Also viele oder sehr viele bekommen das leider überhaupt nicht auf die Reihe. Also ich für mich, ich habe das gelernt, das war allerdings auch ein Prozess, der ein bisschen länger gedauert hat, dass ich das wirklich auf die Reihe bekomme und da diesen Unterschied machen kann zwischen der SM-Session und dieser wirklich reinen Schmusel-Session. Wobei auch da bin ich so der aktive Teil oder der aktive Part, sage ich mal. Ein wenig dominanter. Der dominante, ja. Du hast so gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, du führst ein extremes Leben. Einmal, weil du 20 Jahre HIV, HIV-positiv bist. Ja. Das finde ich auch, oder stelle mir das auch extrem vor, weil 20 Jahre ist eine lange Zeit und damals hatte man sehr, sehr große Angst, wenn man HIV-positiv war, weil da saß einem der Tod wirklich im Nacken. So kann man das, glaube ich, sagen. Ja, also als ich das Ergebnis bekommen habe, da sagten mir die Ärzte klipp und klar, wenn ich Glück habe, noch 1-2 Jahre. Und allein dieser Druck, diese Angst, immer mit dem Tod so nah konfrontiert zu sein, verändert einen doch bestimmt sehr. Das ja. Also damals hat sich auch viel in diesem Bereich SM entwickelt. Ein Psychologe könnte das jetzt vielleicht aufdröseln, ob es da irgendwelche ursächlichen Zusammenhänge gibt. Aber das ist dann auch die Zeit gewesen, wo ich dann so richtig in diese SM-Schiene abgerutscht bin. HIV ist eine sehr schwere und sehr schlimme Erkrankung. Könntest du sagen, dass diese schwere Erkrankung und das
ja, diese Infektion dann doch für dich und dein Leben auch etwas Positives bewirkt hat? Ja, das auf jeden Fall. Was? Also einmal, ich lebe ja viel intensiver. Ich lebe auch bewusster in der Zeit und habe eigentlich, so komisch wie sich das anhört, irgendwie mehr Spaß am Leben. Das heißt, weil es ist, seitdem ich irgendwie infiziert bin, ist es interessanter geworden. Und man gewöhnt sich auch nicht an die Tatsache, dass man infiziert ist? Nee. Das heißt, also ich glaube, so abgebrüht kann man irgendwie nicht sein, dass man sich daran gewöhnt. Du musst sehr viele Medikamente pro Tag nehmen. Mhm, ja. Das auch, ja. Mhm. Wie ist denn dein aktueller Gesundheitszustand? Oh, der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Der ist von den Blutwerten, von denen eines Gesunden kaum zu unterscheiden. Das ist sehr schön zu hören. Das freut mich, Michael. Ja, obwohl es war schon mal ganz, ganz anders gewesen. Michael, meine Sendung ist rum. Ich höre es. Es war interessant, mit dir gesprochen zu haben. Alles Gute wünsche ich dir weiterhin. Ja, danke dir auch. Auf Wiederhören, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Gundel Blendin. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.